Wenn sie alle da drin sind, können wir den ganzen Laden zusammenbrechen lassen. Die wirklich eine so beeindruckende Konstruktion niederreißen. Es ist eine Ruine. Sie ist kaputt. Aber seht euch mal diese Ausmaße an. Derweil kann Perjin aus Kunchium mit der Umgebung verschmelzen, husch an die Steinmauer heran und dann bis zu einem Durchbruch die Stelle im Westen, an der wohl Geröll von der Mauer weggebrochen ist. Du könntest auf sie heraufklettern, das ist wohl relativ simpel. Schwierig natürlich, wenn da irgendwas wegbricht, dass es ein Geräusch macht. Aber hier könnte man sicherlich sehr einfach heran und dann von oben hineinspähen. Na, ja, dann werde ich natürlich klettern. Okay, dann Kletternprobe. Schicksalspunkt hast du nicht mehr? Hast du noch? Nein. Hast du noch deine Rüstung an? Zurzeit trägt er gelb. Und während du da raufkletterst, du hast den zweiten Schritt gemacht, die anderen stehen immer noch ein bisschen unschlüssig da. Da merkst du, wie unter deinem Bein etwas nachgibt, Steine, die runterrutschen, alles kommt in Bewegung und eine kleine Gerölllawine, die dich die 2 Meter wieder nach unten schleust. Du bekommst Fallschaden 2W6 minus 4, weil der Sturz ein bisschen gebremst wird, aber... Körperbeherrschung? Körperbeherrschung würde ich zulassen, ja, um den Fall abzufedern. Aber wie gesagt, das ist erstmal 2W6 minus 4. Schauen wir mal, ob da überhaupt was rumkommt. 11 minus 4. Du kannst aber auch 2 Würfel kannst du nicht rausnehmen, weil sie um 2 erschwert ist pro Meter. Also bekommst du 7 SPA, sind 4 echte TP. Ja, kannst du ein bisschen humpeln. Wie lange geht das? Du kannst ein bisschen humpeln und du merkst, dass das Gegröle und das Getrunkene von innen wohl verstummt. Wer hier durchkommen? Nein. Können wir uns hier verstecken? Oh nein, er hat uns verraten. Oh, der ist ja schon vorgeschlichen. Was machen wir? Ich schau zurück und schau ein bisschen auf den Boden. Welches Arschloch ist da draußen? Wenn ich jetzt ein Tiergeräusch könnte, würde das helfen? Quinn, bist du das? Quinn! Vielleicht war es ein Tier. Dann mach mal Stimmen imitieren. Wenn du das nicht hast, Intuition plus 7. Oder eine Tierkunde wäre auch möglich, aber ansonsten Stimmen imitieren. Da würde ich doch glatt die Tierkunde. Ja, ist auch schwer, weil du ableitest, aber mach mal. Was willst du denn nachmachen? Ja, ist egal, ich wollte den Vogel nachmachen, aber. Piep, 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 piep! Wenn du Arschloch! Ah, lass ihn doch. Haben wir noch unsere Dämonenkleidung dabei? 2 Stück. Bei der neuen. Ich schnell improvisieren und mir eine davon anziehen. Was habt ihr vor im Preisnamen? Ich mich als Quinn aus. Denkt euch was aus. Was sollen wir uns ausdenken? Dass wir mitkommen oder? Glaubt ihr wirklich, ihr könnt Quinn überzeugen, verkörpern? Kennen sie ihn nicht? Vielleicht nicht mit der Maske. Keine Ahnung. Wir müssen ihm helfen. Er muss ja nur ran und sie ablenken. Komm, gib her, hier am Kettenhemd, ich zieh. Oh, ruck. Ja, den Helm und werft hier so ein bisschen drüber. Unten leuchtet es noch ein bisschen orange. Hat jemand sich verkleiden? Ja. Dann würfel das mal. Ich hab meine Maraskan aktiviert. Dürfte ich noch probieren, mich zu verstecken? Ja klar, du kannst versuchen, dich zu verstecken, aber wohl sind die zurzeit betrunken und haben keine Lust nachzugucken, kannst du aber dich verstecken. Also bist runtergerutscht und bist auch zurzeit nicht zu sehen. Also die müssten dann, entweder müssten sie einmal hier rumgehen, aber das ist zu weit, zumindest ist denen zu weit, oder sie können dich einfach da nicht sehen, wenn sie so 2 Meter nach oben gucken müssen durch diesen Durchbruch. Ah, okay. Dann würde ich einfach mich da vorhin hocken und dann die anderen ranwinken.
Ja, mehr schlecht als recht, Travigor. Zuerst hattest du die Rüstung wohl falsch rum an. Du bist nicht ganz sicher, wie rum das gehört. Und Tau drückt dir dann noch den Helm mit dem Rehgeweih in die Hand. So rum, richtig. Ja, genau so rum. Das schaffst du. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Was kann schon schief gehen, nicht wahr? Genau. Das schaffen wir. Ich guck noch mal an mir runter, ob ich einigermaßen wie ein Wilder aussehe. Ja, du hast ein bisschen Angst vor dir selber. Immerhin hast du Arkanophobie und wenn du dich jetzt selbst als Dämon verkleidest, huiuiuiui. Es sind ja keine Dämonen. Also gut. Was macht ihr mit der zweiten Rüstung? Nichts? Ich fange an, sie anzuziehen. Ausgezeichnet, Gero. Ja, das kann nicht schief gehen. Die sind metallfrei, oder? Nee, da ist ein Metallgestrebe drin. Das ist eine Torvaler Standardrüstung, die modifiziert worden ist. Irgendwelche Tierhaare, also so eine, wie heißen die, Kröten? Krötenhaut. Krötenhaut, ne? Das ist eine Dreier Rüstung, aber da sind Metallstreben drin. Für also die Krötenhaut gibt es, weil die zum Teil aus Metall ist, Sonderregeln. Ich guck dir kurz nach. Ja, wäre dann später für die Regeneration von Geron wichtig, aber wenn er jetzt stirbt, ist die Regeneration egal. Auch so wird Geron ausgestattet, der Helm, wenn er dir in die Hand gedrückt wird. Ihr guckt euch beide gegenseitig an und euch läuft dann eine Gänsehaut über den Rücken. Ihr seht unheimlich aus. Schlagen wir das Dreierzeichen. Also ihr anderen, ihr könnt euch ja mal Gedanken machen, wie wir das Ganze schaffen. Ah, dann ich folge. Könnt ihr mich als Gefangenen mitnehmen? Dann hätten wir wenigstens drei Leute auf unserer Seite. Oder nehmt einen weiteren als Gefangenen und ich versuche, mich unsichtbar reinzuschleichen. Freiwillige? Ja, Pergin, möchtest du zu den anderen zurück? Ja, ich schleiche zu den anderen zurück. Wenn ich nehme mich als Gefangenen mit und der Rest überlegt sich, wie er reinkommt. Da ist ja Pergin wieder. Ja, tut mir leid. Ich bin da irgendwie weggerutscht. Aber sie haben mich nicht entdeckt. Nun, wie ist unser Plan? Ich sehe, wir haben keinen Plan. Geben uns als welche von denen aus und ihr macht dann die Zauber, um sie zu lähmen. Ich werde mein Möglichstes tun. Obwohl ich die Zauberei nicht gutheiße, scheint es mir sinnvoll, im Angesicht dieser überlegenen Anzahl der Feinde. Oh, keine Sorge, es wird sie nicht töten. Möge Praxis euch verzeihen. Sie sind betrunken, deshalb haben wir vielleicht eine Chance. Wir könnten auch einfach reingehen. Ich schmeiße eine Eiskugel auf sie und die noch stehen können, hauen wir um. Während du merkst ein schleichendes Gefühl, wie sich die Matrix aus deinem Körper entweder rausschiebt oder blockiert wird, so ein ekelhaftes Kribbeln, als ob dein ganzer Körper einschläft. Dann hast du nicht. Ich hasse dieses Gefühl. War wohl doch Eisen drin. Naja, alles für die Gruppe. Ich könnte versuchen, durch das Loch, das entstanden ist, einen Teil von innen sofort auszuschalten. Ich brauche nur Sichtkontakt. Aber was ist mit jenen, die unschuldig da drin sitzen? Vielleicht haben die auch Gefangene. Ich würde sagen, wir gehen tatsächlich vor und locken sie an. Dann sammeln sie sich vielleicht und dann Zauber vielleicht noch effektiver. Also Tau, wenn wir euch als Gefangene nehmen. Vielleicht kann man ja einen Gefangenenaustausch machen. Falls sie welche haben, dass wir denen das vorschlagen, dann geben wir doch einer von denen. Ach, fällt wie ihr denkt. Wenn wir sie alle in den Tür
Bereich locken könnten, wäre das perfekt. Je mehr auf einem Fleck sind, in einem Bereich, desto besser. Vielleicht sollten wir uns auch noch umgucken, ob irgendwo eine Engstelle ist. Dann können nicht so viele angreifen. Wir sollten uns erstmal in den Eingangsbereich begeben, aber im toten Winkel bleiben. Ja, und ich würde dann wieder voranschleichen. Gut, dann könnt ihr entweder an der neuen wieder hochklettern oder dran vorbeigehen. Zumindest könnt ihr, während ihr vor der neuen steht, euch noch ein bisschen überlegt, wie es jetzt weitergeht, sie wieder hören. Haben wohl wieder eins der Gespräche angefangen. Ich finde die Lehrer ja schon ein bisschen gruselig, ne? Ja, stimmt schon, mit den ganzen Rüstungen. Aber das Bündnis war doch ganz gut. Ich meine, wenn sie uns jetzt Sündenhart übergeben, jetzt wo der Dergel frei ist, war schon noch vieles einfacher gemacht, hast du recht. Endlich können wir das alle? Ja, klar. Also ihr könnt doch weiter stehen bleiben, ihr könnt doch jetzt dran vorbeigehen, das ist jetzt eure Wahl. Ich gehe diesmal dran vorbei. Das klingt so, als ob das gar nicht die sind, die wir suchen. Wonach haben wir ihn gesucht? Nach denen, die so aussehen wie wir gerade. Sie haben den Pferdeaufsatz dabei. Das sieht ja grundsätzlich erkletterbar aus, oder? Du kannst da hochklettern, ja. Das ist aber erschwert. Also jetzt gerade die neuen, der Geröllbruch ist erleichtert, wenn man halt nicht gerade so schwer von Begriff ist wie Perjane. Wenn man nicht hier hochklettern würde, könnten die mich sehen. Das kommt drauf an. Also das ist dann abhängig von sich Versteckenprobe. Okay. Kasim guckt den anderen. Ich kann aus sich vorher noch mal einen Blick in das obere Stockwerk werfen. Mir ist egal. Hauptsache der graue Mann ist weg. Ich meine, war ja schon schwierig, jetzt in dem Sumpf zu fahren, Dergelau und so. Das geht schon. Ich bin ganz froh, dass die ja Zauberer haben. Ich meine, kommt man auch ganz neue Ideen, und wenn wir jetzt wirklich Sündenhart kriegen, ist das super. Naja, aber dann sind alle auf uns aufmerksam, das weißt du schon, oder? Ja, so egal. Ich meine, das ist Sündenhart. Und John. Mergat wird fluchen. Kasim schaut zu Tau, wenn er das hört. Auf Bergart. Wir werden sie töten. Ich gehe jetzt gucken, ob oben etwas ist. Ich nehme einen ASP und verwandle meinen Stab in ein Seil. Und benutze es als Kletterhilfe. Wie viele Punkte gibst du mir für das magische Seil, das ich selbst festknoten kann als Kletterhilfe? -8. -8. Das ist gut. Wie viel Erschwernis würdest du mir geben? Auf was? Zum Hochklettern? Grundsätzlich zum hier hochklettern. Wahrscheinlich eine, ja, Ranken und das ist, also was heißt steile Wand? Also ja, es ist eine Ruine, aber es gibt zahlreichen Efeu daran, es gibt zahlreiche Löcher drin, also ich gebe dir eine +3, -8. Also noch -5. Dann klettern wir mal. Auf Bergart! Ja, Kasim verwandelt seinen Stab mit einem Schwenk, wie beim Eisschwert, in ein Seil. Es schlingt sich von selbst oben um einen besonders dicken Efeu-Ast und dann klettert er sehr behende einfach hoch und wirft oben mal einen Blick in das zweite Stockwerk. Ja. Gibt es eine Treppe nach unten? Ja, in der Mitte. Also potenziell auch eine Treppe nach oben? Ja. Gut. Eine Wendeltreppe. Wir müssen uns trotzdem überlegen, was wir machen. Mein Skirriskara sind das halt schon ziemlich bescheuert. Aber die Pakte, die sie da eingegangen ist, immerhin ist der graue Mann weg. Aber wir müssen uns trotzdem überlegen, dass sie uns nicht verraten, ne? Egal, Hauptsache auf das Bündnis. Auf die Dergelhaie. Naja, auf die Aaskrähen. So erreichen Perjin, Dravigor, Tau, Geron den Eingang. Ihr könnt auch stehen bleiben, wenn ihr wollt, oder direkt eintreten. Ich benutze mit Kasim eine Abkürzung, nehme im zweiten Stockwerk, gehe quasi nach hier und wird dann auf der anderen Seite von der Tür wieder runterklettern. Okay. Sodass, falls die rauskommen, dass wir dann quasi rechts und links wären. Kryodur bleibt auch da, oder
Ich bin mit. Ach, ich habe den falschen gezogen. Ich habe den falschen gezogen, sorry. Also, du stellst dich auch zum Eingang. Ja. Gut. Ja, ihr könnt da gerade sehen, wie Kasim auf der Gegenseite wieder runterklettert. Also einfach quasi sich an das Seil hängt und sich runterlässt. Nun steht der Plan immer noch. Ich gehe vor und beschäftige sie und treibe sie zusammen. Wie eine Gänseschar. Lass mich vielleicht reden. Wollen sie zu uns locken und dann kommt der Überraschungsangriff. Wie wäre es, wenn ihr einen hier rauslockt? Dann können wir ja alle auf einen erstmal draufschlagen. Manche hier sind so dumm. Warum nicht? Warum nicht? Ihr seht doch aus wie sie. Und wenn denn einer ruft, vielleicht kommen dann ein, zwei und dann können wir erstmal auf einen, zwei draufschlagen. Und dann nicht gleich gegen alle. Und ihr seid aber das militärisch erfahrene Personal. Entscheidet. Erstmal würde ich gerne wissen, wie viele dort sind. Das haben wir ja immer noch nicht herausgefunden. Vielleicht würde mal einer um die Ecke gucken und dann zusehen, wie viele denn da sind. Don, ich muss mal pinkeln. Ja, aber mach das draußen. Ich glaube, da kommt einer. Einer erhebt sich. Ich würde meinen Speer in der Hand nehmen. Mein Schild zurechtlegen, also auch in der Hand nehmen. Eisschwert zünden. Hey, Feigling! Was zur Hölle? Wer seid ihr? In den Rücken. Minus 8. Ich hab den Wuchtschlag zwar nicht, aber komm, da hole ich mir meinen 4er Wuchtschlag für 8 Punkte Erschwernis. Warte, ich muss dir noch das Eisschwert würfeln. Das war auf alle Fälle laut, die anderen sind gewarnt. Danach können wir in die Initiative gehen. Dann bereite ich einen Korbprofessor vor. Das ist schlecht. Mit Reden ist jetzt zumindest nicht mehr viel. So. Das ist geschafft und ich richte ihm in den Rücken. Hm, 15 TP an. Und zwar tatsächlich voll in den Rücken. So, die gehörnten Dämonen sind mittlerweile nicht mehr gehörnt, sondern nur noch Dergelhaie, aber sie sind auf der 18. Und würden 19. dann nach euren ersten Aktionen dann in den Kampf mit eingehen. Also im Prinzip, das ist wie bei Hinterhalt, wir haben jetzt in der nullten Kampfrunde agiert und gehen jetzt in die erste, oder? Genau, in der nullten Kampfrunde, wir gucken gerade nur auf den Schaden. Hast du den schon gewürfelt? 15? Ja, 15. Ja, da kommt noch ein Speer von Pergin und dann soll das passen. Dann bricht er auf alle Fälle tot zusammen. Dann möchte ich in der nächsten Kampfrunde sofort vorziehen. Warte kurz. Zustand. Tot. Den tue ich dann auch noch auf den Object Layer. Dann nervt er uns nicht weiter. Und die anderen sind auf der 18, hatte ich schon gesagt. Wir beginnen die Kampfrunde Nummer 1 nach eurer 0. Kampfrunde. Auf der 13. Stopp. Kasim zieht vor. Ja. Konzentration abbrechen, Eisschwert zurückverwandeln. Ja, also wir sind momentan 1 zu 10, ja. Nehme ich an. Ja. Dann 2 freie Schritte nach hier. Reingucken, Stabzauber auslösen und den Kollegen voll in die Mitte den Frigosphero ballern. Frigosphero, okay. Der steht, ist im Zauberspeicher, hatte ich das letzte Mal eingespeichert. Da braucht man nicht nachrechnen. Dieser Frigosphero hatte 13 Sternchen. Das sind also 13 durch 2, rund 7 plus 5 W6. Also 29 TP in 1 Meter Distanz. Ja, warte kurz, ich guck gerade mal. Das ist 1 Meter Distanz, da sitzt niemand.
Dann wird der kleinste Würfel rausgenommen. Ja, der kleinste dann ist eine 1. Dann sind wir bei 28. 28 für alle? Ist das richtig? Für alle in 2 Meter Distanz und in 3 Meter wären es 25. Vom Zentrum weg. Ja, ich guck gerade mal. Also das Zentrum ist 1,7. Weil ich ein Arschloch bin, sag ich einfach mal, die kriegen nur 25 Schaden. Okay, ist auch gut. 25 sind 1, 2, 3 Wunden. Und die würfeln eine Selbstbeherrschungsprobe. Naja, die haben gut gewürfelt, aber ich glaube nicht, dass das was ist. Ja, beschreibt die Situation. Ja, ihr seht, wie Kasim eben noch den Kollegen in den Rücken gehämmert hat mit seinem Eisschwert. Dann einmal kurz loslässt, dass der sofort, nachdem die Berührung aufhört, verwandelt sich der Stab zurück. Er geht rein, zeigt Scheiße, mit dem Stab. Scheiße, was ist das? Du bist nicht Gwen! Nach drin, aus Denk der Spitze des Stabes, schießt eine Eiskugel in die Mitte und detoniert mit einem scharfen, splitternden Geräusch und die meisten werden direkt erfasst und werden davon geschleudert mit schweren Verletzungen. Erfrierung, Finger, die abbrechen. Sie sind nicht tot. Waffen. Sie sind nicht tot, es gibt zahlreiches Gestirne. 13, Priodor. Ich würde vorziehen und würde weiter nach vorne laufen. Ja. Du kannst dich bewegen, Geschwindigkeit mal 3, wenn du sprintest, das sind 8 Meter. Da kannst du auf alle Fälle alle erreichen, wenn du willst. Also mit dem Sturmangriff könntest du jetzt den Kommandanten erreichen. 13 Meter. Wie gesagt, ich laufe dahin und steche ganz normal zu. Ja, minus 5. Musst aber einen Sturmangriff machen, sonst kannst du es diese Runde nicht mehr erreichen. Hast du einen Sturmangriff? Ja. Ich habe ihn, aber habe ich noch 4. Nie gemacht. Erschwert 4 und dann erleichtert 5, also einen Angriff mit dem Speer minus 1. Kannst du einfach mal die Attacke würfeln. Und das ist gerade so gelungen. Dann kannst du deinen Schaden auswürfeln. Und der Schaden plus wahrscheinlich ja. Deine Geschwindigkeit ist 6. Also plus 3, plus 4 sind 14, plus 4 sind 18. Trefferpunkte, er ist tot. Beschreib die Szene. Ja, ich setze an und in einem Sprint renne ich auf ihn zu und da er auf dem Boden liegt, Scheiße, mit einem leichten Sprung ramme ich ihn den Speer direkt in Torso rein. Ah. Also 13. Ich recke meinen Sonnentepter in die Höhe. Es werde Gerechtigkeit geübt und würde hineinlaufen. Ja, läufst aneinander vorbei. 5 Meter, 10 Meter. Und siehst die absolute Zerstörung vor dir. Am Boden liegende Eis, Leichen, Piraten, raues Gesindel. Aber Prios ist mit euch. Tau. Ich bin entsetzt und eigentlich sehe ich eigentlich schon quasi Tote und Opfer. Für mich ist hier nichts mehr zu tun. Ich stecke meine Waffe weg. Leichtes Kopfschütteln. Betrachte das nochmal die Boote. Zum Glück habt ihr die Pferde noch auf der anderen Seite. Vielleicht immerhin das. Wie zu den Pferden. Was war das? Ich stürme auch mal rein.